Hey ihr Kokosse, ich bin Sabu. Diesmal gibt es ein Wechselkarussell mit mir. Wir starten gleich mit den ganzen Wechseln. Es gibt einige aus Deutschland. Wie gesagt, fangen wir direkt in Deutschland an. Planet Key Dynamics haben sich mit Shiddy einen richtigen 1.6 Oldschooler geholt. Der Ex-N-Faculty-Spieler wird versuchen, das Team von der Coaching-Position auf ein neues Level zu heben. Euronics setzt Marky auf die Bank und holt sich Johnny aus der Inaktivität. Er klang extrem motiviert in seinem Statement, aber jetzt müssen er und seine Teammates nach einer schwachen Meisterschaftssaison versuchen, ihren Spot zu halten. Attacks ersetzt Oskarisch mit Stefan. Er kehrt also zu seiner alten Wirkungsstätte zurück, vielleicht macht das Attacks er wieder stärker. In der internationalen Szene hat sich auch einiges getan. Spirit zum Beispiel hat Kibaken entlassen. Nach einer stets aufwärts zeigenden Tendenz letztes Jahr haben sie definitiv stark nachgelassen. Jetzt versuchen sie über eine Tryout-Periode einen neuen Spieler zu finden. Slammy wird von Complexity in Amerika getrialt. Nachdem er Cloud9 nicht wirklich helfen konnte, ist seine Aufgabe bei Complexity durch sein Leadership das Team auf ein zumindest respektables Level zu bringen. Und last but not least, News aus Bulgarien. Mortal Kombat ist zurück. Nur eine Woche nach dem ESL-Cheat-Regel-Announcement haben sich Victor und Co. wieder zusammengefunden. Diesmal aber nicht mit ihrem alten 5-Mann-Lineup, denn sie haben NKL mit Chimeta ersetzt. Wie ihr wisst, darf Dreamer natürlich nicht auf Majors mitspielen, deswegen wird NKL weiterhin als Stand-in fungieren und versuchen seinem Team zum Major zu verhelfen. Gleichzeitig heißt es natürlich für Rogue, dass Victor und Bubble weg sind. Damit hat das vormals europäische Team nur noch Kadian und Tensky und diese beiden Dänen könnten eventuell nochmal ein Shuffle in der Tier-2-Szene in Dänemark auslösen. Es bleibt also interessant in der internationalen Szene als auch in Deutschland. Nächste Woche wird das höchstwahrscheinlich wieder Hetschinski für euch verpacken. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da und das Wichtigste natürlich abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis nächste Woche. Ciao.